Moin, heute mein ultimativer Tipp, um garantiert erfolgreich auf vegane Ernährung umzusteigen. Das ist nämlich dieses Mal das Thema der 7 Vegans. Warum gibt es eigentlich diese 7 Vegans? Ganz einfach, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Themen kanalübergreifend zu behandeln. Weil doch jeder eine andere Geschichte hat, wie er Veganer wurde, eine andere Herangehensweise und ein anderes Denken und dadurch auch jeder automatisch in seiner Sichtweise auch etwas begrenzt ist. Aber wir wollen trotzdem alle für denselben respektvollen Lebensstil einstehen und uns entsprechend trotz unserer Unterschiede an einen Tisch setzen, uns absprechen und die Menschen über das Vegansein informieren. Unter den 7 Vegans sind Mamas und Papas, genau wie Kinderlose, junge Menschen, alte Menschen, Sportler, Spirituelle, Kochköstler, Rohköstler, Arbeitnehmer, Selbstständige, einfach ein breites Spektrum an veganen Menschen und das macht dieses Format so reizvoll. Da auch meine Empfehlung an Euch, alle anderen 6 Kanäle der 7 Vegans zu abonnieren, um auch die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Wenn der eine mal keine Zeit hat, wie diesmal die Lynn von Eat Care Live, herzliche Grüße nochmal, dann springt halt ein anderer ein, wie der Marlon von War Future. Die 7 Vegans sind also ein Synonym für eine Gruppe von Menschen zu sehen, die gemeinsam den veganen Lifestyle undogmatisch und informativ Euch rüberbringen wollen. So, und nun zum Thema Umstieg auf die vegane Ernährung. Mein Tipp und meiner Meinung nach das Allerwichtigste ist, dass ihr anfangt, selbstständig bewusst nachzudenken. Ihr werdet, was das Thema vegan angeht, so dermaßen medial beeinflusst, dass ihr erst einmal den ganzen Scheiß aus eurem Kopf rausbekommen müsst. Denn je nachdem auf welcher Internetseite oder welchen YouTube Kanal ihr seid, bekommt ihr eine entsprechende Einstellung verklickert zum Thema vegan und vegan sein. Und nicht selten sind diese Einstellungen von einem Schwarz-Weiß-Denken geprägt. Veganer ist nur wer 100% vegan lebt und alles andere ist unverantwortlich und muss verbessert werden oder du musst High Protein essen oder High Carb oder nur rohköstliches Leben geht, wenn du das Optimum erreichen willst und so weiter. Die Menschen, die Artikel schreiben oder YouTube Videos posten, haben für sich einen Weg gefunden, Veganer zu werden. Aber das bedeutet nicht, dass dies der einzige Weg und vor allem nicht der richtige Weg für Euch ist. Macht Euch erst einmal klar, warum ihr vegan werden wollt. Wenn ihr etwas für eure Gesundheit tun wollt, dann ist es in den meisten Fällen sogar besser, wenn ihr nicht sofort auf eine 100%ig vegane Ernährung umstellt. Weil ihr damit, wenn ihr nicht wirklich Euch sehr, sehr gut informiert habt, durchaus einen Mangel an einem bestimmten Nährstoff bekommen könntet, den ihr zwar intuitiv durch zum Beispiel ein Stück Fleisch decken würdet, aber es eben nicht tut, weil ihr 100% Veganer sein wollt. Und Euch gegen Eure innere Stimme entscheidet. Und was ist das Ende vom Lied? Ihr schadet Eurer Gesundheit und denkt, vegan sein, das ist doch nichts für mich und fallt wieder komplett zurück. Eventuell ist ein radikaler Umstieg etwas für Euch, aber eventuell auch nicht. Denkt nach, werdet Euch dessen bewusst. Ihr müsst Euren Weg finden und Euch nicht von außen bedrängen lassen. Inspirieren ja, motivieren ja, aber nicht manipulieren lassen. Das Denken der Menschen, und da machen die Veganer keine Ausnahme, ist oft stumpf, eindimensional und komplett undifferenziert. Menschen wollen einfache und klare Anweisungen. Schwarz, weiß, richtig, falsch, vegan, nicht vegan. Keine Graustufen. Aber das Leben ist mehr und eine Ernährungsumstellung ist höchst individuell. Geht euren eigenen Weg. Hört nicht auf irgendwelche Makronährstoffverteilungsgurus oder wann, wie und warum ihr vegan werden solltet. Schult euer Selbstempfinden, probiert die Dinge aus, informiert Euch, wenn ihr Euch besser dabei fühlt. Selbst die Wissenschaft oder die ganze Armada an Ernährungsberatern, die derzeit über Deutschland hereinbricht, wissen nichts über Euch. Sie wissen grundsätzliche Zusammenhänge, aber diese erfährst du auch intuitiv, ohne darüber ein Buch lesen zu müssen. Meidet es, die Verantwortung abzugeben und irgendeinen anderen Menschen Euch vegan werden zu lassen. Keiner kennt Euch so gut wie ihr Euch selber. Und wenn ihr Euch nicht kennt, dann lernt Euch kennen. Übt Euch in Selbstwahrnehmungsübung, Meditation, findet den Zugang zu Euch. Aber die meisten Menschen haben diesen Zugang bereits, aber hören einfach viel zu oft auf ihren Mann, auf ihre Frau, auf Freunde, auf Ernährungsberater, auf Bücher oder auf YouTuber. Es ist vollkommen richtig.
aktiv auf diese Informationsquellen zuzugehen und diese auch zuzulassen, aber nur als eine Inspiration und eine Quelle der Information. Aber das Wichtigste ist, was ihr denkt und was ihr spürt. Und das gilt nicht nur für die Ernährung, sondern das gilt auch generell für euer Leben. Entscheidet selbstbestimmt. Wenn ihr aufgrund einer Ernährungsumstellung nach Schema XYZ von Ernährungsberater Herr Obst krank werdet oder im schlimmsten Fall irreparable Schäden davon tragt, weil sich die Wissenschaft oder die Informationsquelle von Herrn Obst wieder mal geändert hat, dann habt ihr die Konsequenzen zu tragen und nicht Herr Obst. Viele Quellen, viele Informationen, das ist gut, aber wichtig ist, dass ihr euer Gefühl in den Mittelpunkt der Entscheidung rückt und bitte versucht, undifferenzierte Aussagen zu meiden. Es gibt nie nur Schwarz und Weiß. Wir denken oft, dass es nur Schwarz und Weiß gibt, aber in Wahrheit wissen wir einen Scheißdreck vom Leben. Wir halten uns für die Größten und ein paar Jahrhunderte später lachen die nächsten Generationen über unseren heutigen Wissensstand. Es war noch nie in der Geschichte so, dass aktuell allgemein anerkanntes Wissen über die Gesundheit und um den Aufbau des Menschen nicht in 5 Jahrhunderten später mitleidig belächelt wurde. Und es wird auch mit unserem heutigen Wissensstand genauso sein. Also vertraut nicht auf irgendwas, wenn ihr deutlich ein Gefühl spürt, was euch sagt, was richtig ist. Ihr seid euer größter Experte. Nicht unbedingt euer Denken, das ist häufig beeinflusst, aber euer Gefühl. Und das ist der Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben möchte. Bitte nicht auf andere hören, was eure Ernährung angeht. Inspiration, Motivation ja, aber nichts vorschreiben lassen und niemanden als Experten anerkennen. Schaut euch mal die ganzen Food Diaries von den YouTubern an. Da gibt's immer einen, der meint, in den Kommentaren das Essen kritisieren zu müssen oder sogar generell Einschätzungen zu geben, dass das Essen zu wenig oder zu viel ist. Ohne den Stoffwechsel und den täglichen Verbrauch der Person, die dieses Food Diary gepostet hat, zu kennen. Ich kenne zwei Menschen persönlich, die dieselbe körperliche Statur haben. Der eine ist die Silke Leopold, die am Mittwoch auch im Rahmen der 7 Vegans mit dabei war. Und eine Freundin, die dieselbe Statur hat. Und die eine nimmt 1500 Kalorien, die andere 2500 Kalorien im Schnitt zu sich. Und beide führen in etwa dasselbe Leben. Beide sind gesund, Blutwert in Ordnung und beide bekommen zu hören, dass sie zu wenig oder zu viel essen, obwohl sie sich wohlfühlen. Lasst euch nicht von anderen auf eurem Weg abbringen. Ihr macht das, was ihr für richtig haltet. Und ihr macht es so, wie ihr ein gutes Gefühl habt. Ihr tragt die Verantwortung. Und ihr habt als Einzige, wirklich als Einzige, ein hundertprozentiges Interesse an dem Optimum eurer Gesundheit. Da geht den veganen Weg, wie ihr ihn für richtig haltet. Und hört nicht auf die ganzen Schreihälse. Auch wenn mancher Schreihals auch hin und wieder mal was Produktives sagt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Umstieg auf die vegane Ernährung. Als kleine Inspiration, ich habe meine Umstellung von exzessivem Fleisch, also auf 100% Veganer, ab Tag 1 hier bei YouTube festgehalten und täglich berichtet, was ich erlebt habe und wie es mir ergangen ist. Die erste Staffel von Tag 1 bis Tag 100 findet ihr oben in den Infokarten. Alle weiteren Staffeln findet ihr in meiner Kanalübersicht. Und wenn ihr darüber hinaus tägliche Inspiration, Unterhaltung und Wissen zum Thema gesundes und bewusstes Leben haben möchtet, dann abonniert meinen Kanal und lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen. Morgen endet das aktuelle Projekt der 7 Vegans mit Marlon von Raw Future. Die ganzen Kanäle sind unten in der Infobox verlinkt. Geht auf die Kanäle, abonniert sie und ja, geht den veganen Weg gemeinsam mit den 7 Vegans. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ja, wir sehen uns, so denn ihr wollt, morgen wieder. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.